Ich heiße euch willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, oder besser gesagt, heute gibt es Kräuterkunde und ich zeige euch 7 Pflanzen, Bäume auch, die man essen kann, was man damit machen kann und was für Wirkungen und für welche Inhaltsstoffe die haben. Hier habe ich auch noch einen Holunder gerade gepflückt. Ja, den nehme ich mal mit. Ah, da ist ja der Waldmeister, da muss ich ja hin. Und wenn ihr schon zuguckt, vergesst nicht, einen Kommentar da zu lassen und ein Abo und ein Like. Aber jetzt geht's erstmal zum Waldmeister. Oh. Schaut mal, ich habe eine sehr, sehr schöne Quelle gefunden. Ganz viel Waldmeister. Ich habe von meinem Cousin gehört, Waldmeister kann man trocknen und da so ein Räucherstäbchen rausmachen. Sehr interessant. Die Wirkungen von den Waldmeister sind entzündungshemmend, krampflösend und hilft für Edyl. Das ist im Magen irgendwas, was sich ausdehnt. Eigentlich sehr, sehr interessant. Und die Eigenschaft hat das Kumarin, dass es so gut wirkt auf uns. Ja, genau. Ich schlucke jetzt ein bisschen was davon. Mach da ein Räucherstäbchen raus. Und mach da ganz viel Tee raus. Weil ne, pro Tag so eine Tasse hilft halt und beugt halt vor. Ja. Okay. Ich freue mich, die schon zu essen. Da müsst ihr auch drauf achten. Ne? Da gibt es auch viel Dreck. Und am besten immer an Stellen suchen, wo man weiß, okay, hier ist nichts platt getreten, hier ist nichts drauf gegangen. Sieht alles frisch aus. Am besten auch, wenn es gerade geregnet hat, zu pflücken, weil dann ist das alles sauber, die Pflanze. Ein kleiner Trick. So, aber ich glaube, das reicht. Das hier ist eine Kirsche. Kirschblätter sollten entwässernd und entzündungshemmend wirken und werden gerne gegen Husten, ja, sowie die Tannentriebe auch, und Fieber und Durchfall eingesetzt werden. Eigentlich sehr cool. Und was ich cool finde, dass die Kirschblätter schmecken einfach genauso wie Waldmeister. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das da einen Stoff drin, was das halt auslöst, den Geschmack wie Waldmeister. Voll interessant. Ich gehe mal ein bisschen weiter und erzähle euch noch ein bisschen von der Kirsche. Was ich interessant finde, die Kirschblätter schmecken halt einfach wie Kirschen. Das ist so, man kennt das ja so, wenn man Blätter isst und Pflanzen ist das oft dann bitter. Aber wenn du die Kirschblätter isst, ne, die da hinten, die jetzt gerade hier sind, hoppa, ja, die schmecken einfach nach Kirsche, die Blätter. So im Nachgeschmack schmeckst du wirklich leckere, süße Kirsche. Schon eine interessante Pflanze. Jetzt zeige ich mal mein Cousin die Blätter. Ich will mal gerne seine Meinung wissen. Der Kirschbaum. Schönes Holz, schöne Früchte und für mich neue, in meinem Wissen, schöne Blätter. Das ist wirklich interessant. Ja, man schmeckt die Kirsche wirklich raus. Das ist verrückt. So ein Nachgeschmack halt. Ne? Eine Empfehlung geht auf jeden Fall für alle Kräuter-Junkies, Kräuterhexen und Zauberer raus. Probiert euch aus, geht raus. Probiert die Natur, ihr könnt nicht viel falsch machen. Vor allem die Bestimmung der Kirschbäume und Birkenbäume oder Buchen und so weiter sind wirklich sehr, sehr einfach. Wenn wir beispielsweise das Thema Pilze nehmen, ist das Ganze viel komplizierter. Also könnt ihr gar nicht so viel verkehrt machen und in eurer Gesundheit etwas Gute zukommen lassen. Die Wirkung von Brennnessel ist Stoffwechseln anregen, harntreibend, entwässert und durchblutungsfördernd. Beziehungsweise Brennnessel bzw. ihre Blätter sind die jeweiligen Inhaltsstoffe. Die Inhaltsstoffe sind Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium und Calcium. Vitamine haben die auch. Vitamin A, Vitamin C und doppelt so viel wie Orangen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Pflanze. Und ist auch sehr gut für Rheuma. Ich habe das mal gemacht mit meinem Cousin. Wir haben
die Brennnessel hier mal genommen, abgemacht und die hat dann halt auf unseren Gelenken geschlagen. Auf jeden Fall sehr schmerzhaft, aber für die Vorbeugung eigentlich sehr gut, habe ich mir gedacht. Mal gucken, ob ich irgendwann mal Rheuma bekomme, aber ja, ist eigentlich, es hat eine kleine Vorbeugung, ne, für Rheuma. Aber die hilft dafür, kann es halt nutzen, die Kraft der Brennnessel. Jetzt habe ich hier eine Tanne. Die Triebe hier von der Tanne kann man essen. Schmeckt ein bisschen wie Sauerklee. Die ätherischen Öle wirken sehr bakteriell tötend. Es ist auch innerlich, ne, wenn du irgendwie was in deiner Haut hast oder innerlich was hast, hilft das sehr gut. Du kannst damit auch einen Aufstrich machen. Mit Kokosöl kannst du das zusammenmischen. Auch sehr gesund. Und wenn ihr was mit dem Hals habt, und das ist ja jetzt gerade für viele wahrscheinlich so, mit Pollen, ne, die Nase und Hals ist sehr voll, Rachen und Husten, Schnupfen, was auch immer, die helfen richtig gut dabei. Ich esse die eigentlich voll gerne. Am besten nicht die hier, die sind schon sehr zäh, das heißt, die tun schon ein bisschen weh. Wir haben hier noch welche. Die sind auch viel kleiner. Sind auch schön klein, zäh, die schmecken dann auch besser. Ja. Jetzt gibt es noch einen kleinen Bonus. Ich pflück die jetzt erstmal alle ab. Nicht alle. Ein bisschen was dran lassen. Hier ist noch schön Harz dran. Ne? Ich mache da gleich einen Tee raus. Mit noch einem anderen Tee. Das ist ein Grüntee. Das nennt man Guyusa. Ich glaube, das schmeckt richtig lecker. Ja. So, jetzt erstmal noch ein bisschen Wasser rein. Jetzt kommt erstmal der Guyusa rein. Oh, sehr schön. Ja, noch mehr. Mach mal richtig noch was mehr rein. Ja, das muss ja auch wirken. Ich habe mir gerade gedacht, ey, man könnte ja auch Waldmeister im Tee auch reinpacken. Mal gucken, wie das wird. So, einmal umrühren. Oh, das wird auf jeden Fall ein Medizintee. So. Guyusa ist fertig. Jetzt zeige ich den erstmal schön auf. So. Guyusa-Brunnen ist das jetzt. Guyusa ist ein Jungheitselixier. Sage ich mal so. Weil das hält jung, wenn man es trinkt. So, jetzt kommt hier nochmal Matcha noch rein. Ein schöner Aufguss zum schönen Waldspiel. Ja. Matcha bedeutet übrigens einfach nur auf Japanisch gemahlener Tee. Ihre Gesundheit. Auf die ewige Gesundheit. Und auf die Vitalität. Lecker. Sehr, sehr lecker. Oh, was ist das für ein leckeres Getränk, Micha? Das ist richtig gut. Ach, ich finde es aber auch voll gut. Sehr gut. Hat doch geklappt. Aber wirklich? Ja? Doch, na gut. Auch? Das ist die Wirkung vom Waldmeister. Boah, der Waldmeister. Ich bin der Waldmeister. Die Buche ist auf jeden Fall so eine richtige Powerpflanze. Die Buche hat die enthaltenen Gerbstoffen haben zusammenziehende und antibakterielle Wirkung. Daher kann man sie beispielsweise sehr gut zum Gurgeln bei Entzündungen im Mund- und Rachenbereich einsetzen. Ergänzt wird die Heilwirkung durch die entzündungshemmende Flavonoiden und Phenolsäuren. Eine sehr, sehr interessante Pflanze. Schaut mal, was ich gefunden habe. Eine Walderdbeere. Richtig cool. Die Vitamine davon sind einmal Vitamin A, Vitamin B1, B2, dann Vitamin B3, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B7, 9, 12, C und dann Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K. Da ist einfach so viel drin. Puh, Alter, ganz viele Sachen. Und die Blätter kann man essen auch. Ja, und die Frucht hier, na, die kleine hier, die nehme ich mir jetzt auch einmal weg. Ah, kann ich das schaden? Ja, ja, guck mal, und da ist jetzt alle Vitamine drin eigentlich fast, schon heftig. Und die hat noch Mineralstoffe, wie Calcium,
Kalium, Magnesium, voll wichtig für Frauen auch, und Natrium. Genau, einfach powerful, das findet man einfach im Wald. Jetzt habe ich die Birke gefunden. Die hat auch eine sehr, sehr coole Eigenschaft. Wenn man die isst, ist sie wassertreibend. Das heißt, sie macht dich sauber innerlich. So kann man sich vorstellen. Das heißt, die reinigt deine Leber, weil das reinigt richtig deinen Körper durch. Sehr interessant. Man kann auch im Frühjahr, wenn die Blätter noch nicht da sind, kann man Birkenwasser abzapfen vom Birke. Auch richtig geil. Zum Beispiel, wenn man einen Notfall hat oder sowas. Man hat kein Wasser, man kann von der Birke Wasser rausholen. Auf jeden Fall geil. Und man muss sie jetzt nicht so essen, weil die jungen Triebe sind eigentlich am besten, weil die älteren sind sehr, sehr, sehr zäh. Einen schönen Tee rausmachen. Ich glaube, wenn ihr ein bisschen mal im Internet schaut, bei so Rezepten, glaube ich, findet ihr noch viele mehr Sachen, was man damit rausmachen kann. Weil wahrscheinlich kann man noch einen Aufstrich daraus machen. Die Inhaltsstoffe, sie, hat ätherische Öle und Flavonoide. Man nutzt sie auch für Gicht und Rheuma. Und, ne, fast wie jede Pflanze, Bitterstoffe. Ganz viele Bitterstoffe regt den Magen an und den Darm. Ein starker Magen hilft und hält dich einfach gesund, ne? Ich finde, das hat auch so was Schleimiges drin. Wenn da wirklich Schleimstoffe drin sind, weiß ich nicht, helfen die richtig, deinen Hals wieder feucht zu kriegen. Weil oft hat man das, wenn man Halsschmerzen hat, jetzt gerade auch bei den Pollenzeit, ist alles so trocken. Weil die wirken sehr guttunend für den Hals. Schon lecker, ey. Ich kann fast gar nicht damit aufhören. Ich glaube, ich muss gleich pinkeln. So, wir haben jetzt auch wirklich viel erlebt, ne? Viele Kräuter gepflückt. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin jetzt, glaube ich, 4 Stunden schon unterwegs oder 5 Stunden. Hab überall Kräuter probiert, auch Kräuter, die ich euch jetzt nicht gezeigt habe, weil das ist einfach zu viel. Aber gut, ich hoffe, dass du da was rausgelernt hast. Nutze einfach die Natur, die ist einfach vielfältig. Die hat so viel Power. Ne? So ein Kopfsalat hat einfach 8-mal weniger Inhaltsstoffe als Löwenzahn zum Beispiel. Das ist halt powerful. Ich bin auch richtig fertig, müde, aber hat sich gelohnt, euch das einfach mal zu zeigen. Ich hoffe, dass es euch gefällt und ich hoffe, dass ihr einfach diese Kraft von der Natur einfach schätzt und einfach mal rausgeht, schöne, saubere Plätze findet und die Kräuter pflückt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Hab euch lieb. Tschüss.